Sie sind die ultimativen russischen Soldaten. Kaltblütig, rücksichtslos und härter ausgebildet als jede andere Truppe. Sie können wahrscheinlich mehr Schmerzen einstecken, als man austeilen kann. Wenn Mütterchen Russland ruft, ist diese Truppe zur Stelle. Immer und überall. Man verwandelt einen Mann in eine Waffe. Alles andere ist Werkzeug. Spetsnaz, eine Eliteeinheit des Kreml. Der russische Name heißt übersetzt nichts anderes als Spezialeinheit. Sie gehören zur Armee, zum Objektschutz und auch zum Innenministerium. Und sie werden zu den verschiedensten Einsätzen gerufen. Während der blutigen Geiselnahme in Beslan bekämpften Spetsnaz-Soldaten die Terroristen. Während des Afghanistan-Kriegs und der blutigen Kämpfe in Tschetschenien drang diese Armee aus Spezialeinheiten tief in feindliches Gebiet ein. Die Spetsnaz hat den Ruf, sehr politisch und rücksichtslos zu sein und die Feinde des Kremls auszuschalten, wo immer sie auch sind. Ein Spetsnaz-Soldat ist bestens ausgebildet und kann praktisch überall und auf jede Art kämpfen. Er ist ein Krieger, der sich in nahezu jeder Situation zurechtfindet. Rücksichtslosigkeit und die Bereitschaft, für den Auftrag zu sterben, macht die Spetsnaz so gefürchtet. Als die Sowjetunion in den frühen 1990er Jahren zerfiel, wurde die neue Russische Föderation ein Ziel für Terroristen. Ihre Bekämpfung wurde eine der Hauptaufgaben der Spetsnaz. Für diese brisanten Einsätze ist die Kampftruppe mit robusten und verlässlichen Waffen aus der Blütezeit der Sowjetunion ausgerüstet. Einen Gegner aus großer Entfernung auszuschalten, ist der Spetsnaz-Soldat mit dem schallgedämpften Vintores-Scharfschützengewehr bewaffnet. Wenn die Feinde näher kommen, erwartet sie eines der berühmtesten Sturmgewehre der Militärgeschichte, die Kalaschnikow AK-47. Und wenn es hart auf hart kommt, greift der Spetsnaz-Soldat zu seiner Schaufel, die er immer bei sich trägt. Sehen wir uns den Familienstammbaum der Spetsnaz an. Und wie ihre Männer und ihre Waffen sie zu der Elitetruppe gemacht haben, die sie heute ist. Gehen wir zurück in die 90er Jahre. Für den Fall, dass der Kalte Krieg doch heiß würde, standen 30.000 in Sabotageeinheiten organisierte Spetsnaz-Soldaten bereit. Sie hätten Kommandostellen ausgeschaltet, Flugplätze zerstört und Kommunikationsverbindungen unterbrochen. Die Spetsnaz sollten nichts Geringeres als die NATO besiegen. Dass man während des Kalten Krieges so wenig über die Spetsnaz wusste, machte sie in den Augen der westlichen Nachrichtendienste noch bedrohlicher. ...1936, der Spanische Bürgerkrieg. Die Vorläufer der Spetsnaz bilden die Soldaten der neuen Spanischen Republik für den Kampf gegen die Putschisten unter General Franco aus. Sie leisteten viel militärische Aufklärungsarbeit und griffen aus dem Hinterhalt an. Und sie zeigten, was in ihnen steckte. Im Zweiten Weltkrieg stifteten kleine russische Elitegruppen hinter den deutschen Linien an der Ostfront Chaos. Es waren die Vorgänger der Spetsnaz. Sie sollten vor allem Informationen hinter den feindlichen Linien sammeln. Und darin waren sie im Zweiten Weltkrieg sehr gut. Diese Männer kämpften unter den entsetzlichsten Bedingungen und schafften es, am Leben zu bleiben und sogar den Sieg zu sichern. Auf den blutigen Schlachtfeldern der Ostfront brauchten die Soldaten robuste und verlässliche Waffen.
Viele russische Waffen spiegeln die Tatsache wider, dass große Teile der russischen Streitkräfte nicht sehr gut ausgebildet waren. Diese Männer konnte man nicht mit komplizierten Waffen ausstatten. Und so entstand eine ganze Reihe robuster, einfach zu bedienender Waffen. So zum Beispiel die PPSH 41. Das ist die sowjetische PPSH, eine sehr gute Maschinenpistole. Sie ist sehr plump und besteht aus gestanztem Blech, nicht aus gegossenen Teilen. Und wegen ihrer Bauart sind die Toleranzen in dieser Maschinenpistole sehr weit. Diese Waffe kann man grob behandeln. Und die russischen Truppen taten das. Bei einem Gewicht von weniger als 4 Kilogramm und einer Kadenz von über 900 Schuss pro Minute war die PPSH eine furchtbare Waffe auf kurze Distanzen. Ob bei minus 50 Grad oder nachdem sie in den Schlamm gefallen ist, ohne geputzt zu werden, sie funktioniert einfach. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die PPSH von einer zielgenaueren automatischen Waffe ersetzt. Dieses Sturmgewehr steht an der Basis des Spetsnaz-Familienstammbaums. Es diente als Vorbild für die meisten automatischen Waffen der Sowjetunion in den nächsten 60 Jahren und wurde das wohl bekannteste Gewehr überhaupt. Die Kalaschnikow AK-47. Die AK-47 ist einer der größten Erfolge in der gesamten Waffentechnik. Und das ist sie, weil sie so zuverlässig ist. Sie lässt einen nicht im Stich und funktioniert auf eine robuste und einfache Weise. Ich kenne kein Gewehr, das einen größeren Einfluss auf die Weltgeschichte hatte als die AK-47. Die AK-Serie von Sturmgewehren machte die Spetsnaz zu einer Truppe für die verschiedensten Einsätze. Deine AK ist deine Mutter, deine Frau, deine Geliebte und dein Kind. Du hast mit ihr gelebt und mit ihr geschlafen, mit ihr gegessen, 24 Stunden täglich. Sonny Pussikas muss es wissen, denn er war mehr als 3 Jahre bei den Spetsnaz aktiv. Das jahrelange Training hat zu einer fast schon persönlichen Beziehung zu seiner Waffe geführt. Die Waffe war eigentlich immer in unsere Übungen integriert. Wir stellten die Waffe auf das Magazin und machten darauf unsere Liegestütze. Das ganze Gewicht des Körpers lastet nur auf dem Magazin. So machten wir Liegestütze. Die meisten anderen Waffen würden das nicht überleben. Im Kampf setzt der Spetsnaz-Soldat jeden Teil seiner Waffe ein. Und jetzt ziehst du ihm den Gewehrriemen über den Kopf. Dann kannst du diese Person als Deckung benutzen, während du deine Gegner angreifst. Viele sind mit dieser Waffe in der Hand gestorben, statt sie wegzuwerfen und zu flüchten. Diese Waffe kann einen retten. Und das hat sie oft getan. Die robuste und einfache Konstruktion der AK stellt sicher, dass sie immer schießt, wenn man den Abzug zieht. Sie entwickelt einen hohen Gasdruck, der sich gegen Sand und Schmutz durchsetzt. Und auch die Toleranzen innerhalb der Waffe sind sehr weit. Wenn also Schmutz eindringt, funktioniert die Waffe in der Regel trotzdem. Und jetzt feuern wir automatisch. Blut, Schlamm und Staub können die beweglichen Teile eines jeden Gewehrs blockieren. Doch die Kalaschnikow soll in dieser Beziehung besonders hart im Nehmen sein. Es heißt, dass dieses Gewehr noch mit einem Pfund Schmutz problemlos feuert. Es ist zwar übertrieben, aber es funktioniert mit etwas Schlamm, Schnee oder Wasser. Wir streuen jetzt ein bisschen Schmutz rein. Okay. Und jetzt testen wir, ob die Waffe feuert. Sie funktioniert. Ganz schön laut. Diese Unempfindlichkeit gegen Schmutz ist ein unbezahlbarer Vorteil im Gefecht.
Die AK ist eine Waffe, die man nur sehr wenig pflegen muss. Sie ist keine Ballkönigin, mehr eine Bikerbraut. Aus dieser robusten Waffe wurde eine ganze Serie von Gewehren entwickelt. Alle russischen Spezialeinheiten wurden damit ausgerüstet. In allen Gegenden, in denen es für die Menschen hart ist, leidet auch die Ausrüstung. Dass diese Waffe unter extremen Bedingungen funktioniert, ist ein großer Vorteil. Ich habe erlebt, dass solche Waffen 3-4 Monate im Einsatz waren, ohne einmal geputzt zu werden. Und man konnte mit ihnen 5-6 volle Magazine hintereinander abfeuern. Da haben sogar die hölzernen Griffe begonnen zu qualmen. Als sie erstmals gebaut wurde, war die AK ihrer Zeit weit voraus. Entwickelt wurde sie 1947 von dem russischen Panzerkommandanten Michail Kalaschnikow. Kalaschnikow hatte von deutscher Waffentechnik inspiriert dieses vollautomatische Infanteriegewehr konstruiert. Damit wurden nicht nur russische Soldaten ausgerüstet, sondern auch Aufständische fast überall auf der Welt. Das Konzept des Sturmgewehrs war revolutionär und sollte die Kriegsführung innerhalb der Infanterie grundlegend verändern. Das erste seiner Art war 3 Jahre vor der Kalaschnikow entstanden, das deutsche Sturmgewehr 44. Diese Waffe ist der Urahn der AK und der M16 und aller Sturmgewehre der Welt. Meiner Meinung nach die bedeutsamste Handfeuerwaffe des 20. Jahrhunderts. Wie das Sturmgewehr 44 vereint die Kalaschnikow die hohe Feuergeschwindigkeit einer Maschinenpistole mit der Zielgenauigkeit eines Infanteriekarabiners. Dieser Entwurf war so erfolgreich, dass er noch 60 Jahre später von den besten Soldaten Russlands geschätzt wird. Ich würde Michail Kalaschnikow gerne auf ein paar Glas Wodka einladen. Für seine Konstruktion und ihre Zuverlässigkeit, auf die wir uns so gut wie immer verlassen konnten. Man drückt einfach ab. Und wenn sie geladen ist, schießt sie auch. Mit 600 Schuss pro Minute und einer effektiven Reichweite von 300 Metern ist die AK-47 eine verheerende Waffe. Bis ihr die Munition ausgeht. Ich habe noch Munition. Kein Problem für einen Spetsnaz-Soldaten, der seine AK immer auf den Feind richtet, auch wenn sie leergeschossen ist. Diese AK ist eine sehr verlässliche Waffe. Und wenn sie einmal Klick statt Bumm macht, kann man das Magazin schnell wechseln und weiterschießen. Leider hat man im Kampf nicht oft den Luxus, schnell nachladen zu können, weil man in offenem Gelände ist und der Feind einen immer noch angreift. Dann umgreift man seine Primärwaffe, den Lauf immer weiter auf den Gegner gerichtet. Man holt seine Sekundärwaffe raus und ersetzt damit die Primärwaffe, die man am Riemen hinter den Kopf schiebt. Und man greift mit der Sekundärwaffe an. Spetsnaz-Soldaten werden an allen russischen Waffen ausgebildet. Praktisch, dass fast alle Modelle von russischen automatischen Waffen auf der AK aufbauen. Von Scharfschützengewehren bis zu Schrotflinten. Michail Kalaschnikow hat allen seinen Stempel aufgedrückt. Russische Waffen sind für ihre Haltbarkeit bekannt. Sie sind für Wehrpflichtige und Dritte Welt-Guerillas gemacht und funktionieren selbst unter miserablen Bedingungen. Und das gilt im Besonderen für die AK-47. Michail Kalaschnikows Sturmgewehr bildet die Basis des waffentechnischen Familienstammbaums der Spetsnaz. Auch 60 Jahre nach ihrer Entstehung bildet es die Vorlage für einige der wichtigsten Waffen im Arsenal der Spetsnaz. Die 1970er Jahre, der Höhepunkt des Kalten Krieges.
In einem erbitterten Wettrüsten der Supermächte schielen sowjetische Waffenkonstrukteure auf Entwicklungen auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Sie erkannten die Möglichkeiten der 5,56 mm Patronen, wie sie im Vietnamkrieg in der amerikanischen M16 verwendet wurden. Die Russen prüften die M16 und die 5,56 mm Patronen und entschieden, ihre nächste AK-Waffe mit kleinerem Kaliber auszustatten. Statt einen Körper direkt zu durchschlagen, kippen und taumeln kleinere Projektile und nehmen einen gewundenen Weg durch das Gewebe. Dabei reißen sie, ganz im Sinne der Entwickler, umso verheerendere Wunden. Die russischen Konstrukteure passten also die AK-47 auf das kleinere 5,45 mm Kaliber an. Das Ergebnis war die verbesserte AK-74. Bisher hatte die AK-Serie die größeren Kaliber 7,62 mm Patronen verfeuert. Die Russen wechselten von der AK-47 mit Kaliber 7,62 zur AK-74 mit Kaliber 5,45, was seitdem der Standard in ihrer Armee ist. Die beiden Patronen haben etwa die gleiche Gesamtlänge, was den Russen wichtig war. Denn so konnten sie das neue Kaliber auf die AK-Serie übertragen, ohne die beweglichen Teile der Waffe grundlegend überarbeiten zu müssen. Die neue 5,45 mm Patrone der AK-74 sollte schon bald den Spitznamen Giftpatrone erhalten. Sie war klein, aber tödlich. Stellen wir die beiden Patronen gegenüber. Zuerst die Durchschlagskraft der schwereren 7,62 mm Patrone der AK-47. Here we go, going hot. Das Geschoss ist hier aufgeschlagen und hat den Block gespalten. Und jetzt die kleinere und langsamere 5,45 mm Patrone der AK-74. Okay, going hot. Okay, as you can see, wie Sie sehen, ist das Geschoss hier eingedrungen. Und bis ins Innere gelangt, aber nicht ganz durchgedrungen. Ein deutlicher Unterschied in der Wirkung bei einem harten Objekt wie einem solchen Stein aus Schlackenbeton. Das mag jetzt wenig eindrucksvoll aussehen, aber die geringere Durchschlagskraft des 5,45 mm Geschosses ist ganz im Sinne der Entwickler. Während das schwerere 7,62 mm Geschoss der AK-47 einen Körper gerade durchschlägt, wird die Giftpatrone durch den Aufprall stark gebremst. Sie taumelt und verursacht in der Regel schwerere Verletzungen. Die 5,45er soll Menschen kampfunfähig machen, nicht Objekte durchschlagen. Erstmals auf dem Schlachtfeld eingesetzt wurde die AK-74 im Jahr 1979. Russische Spezialeinheiten führten die Intervention der Sowjetunion in Afghanistan an. Es war der Anfang eines 10-jährigen blutigen Krieges. Man sah, wie die Sowjetunion mit ihren anfänglich traditionellen Kampfmethoden lernte, wie man auf einem modernen Schlachtfeld kämpft. Und zwar quasi über Nacht. Beim Kampf in den Bergen gegen zu allem entschlossene Guerillatruppen stützten sich die Spetsnaz auf die neue AK-74. Die Spetsnaz waren im Kampf gegen die Mujahedin sehr erfolgreich. Und die Afghanen hatten großen Respekt vor der Waffe, der Munition und den Spetsnaz. Seit 1947 waren aus der Kalaschnikow AK-47 die verschiedensten Handfeuerwaffen entwickelt worden. 60 Jahre später benutzten die Spetsnaz ein Modell, mit dem man buchstäblich Häuser einreißen kann. Das ist eine der jüngsten Versionen der AK-74, die AK-74M. Es ist die ultimative AK. Das hier ist eine der möglichen Zieloptiken und sie hat zwei Magazine. Man kann das Ganze einfach umdrehen und so wesentlich schneller wechseln.
und diese Waffe verfügt über zusätzliche Feuerkraft. Unter dem Lauf sitzt ein GP-30 40mm Granatwerfer mit Visiereinrichtung für bis zu 400 Meter. Er ist sehr einfach zu bedienen. Wenn die Granate drin ist, muss man nur den Abzug drücken. Die dazu verwendeten 40mm Granaten sind Splittergranaten verschiedener Ausführungen. Diese Granate hier ist gefährlicher als alle anderen, denn es ist eine sogenannte Springgranate. Wir nannten sie Springer, weil sie in die Luft springt und dort explodiert, in ca. 1,5 Meter Höhe, also etwa auf Brusthöhe. Eine solche Waffe hat eine verheerende Wirkung auf dem Schlachtfeld. Es gibt noch eine andere Waffe, die den Spetsnaz größere Durchschlagskraft verleiht. Eine Kaliber 12 Selbstlade-Schrotflinte, die Saiga. Wir haben hier die Saiga Kaliber 12 Schrotflinte, eine halbautomatische Waffe. Sie schießt so schnell, wie man den Abzug drücken kann. Auch diese Waffe ist eine Weiterentwicklung der AK-47. Sie schießt genauso wie die AK und wird auch so geladen, nur mit Kaliber 12. Wenn man sich diese Waffe ansieht, da kann nichts schiefgehen. Sie ist ganz einfach, denn sie ist ein AK-System. Damit kann man tausende Male schießen und sie funktioniert immer noch. Es ist eine sehr gute Waffe. Wäre das ein Mensch gewesen, hätte ich ihm den Kopf abgeschossen. Da wäre nichts mehr übrig. Die Tödlichkeit einer Schrotflinte kombiniert mit erprobter russischer Waffentechnik. Die russische Mutter aller Sturmgewehre, die AK-47, hat viele Nachfolger. Es sind verlässliche und wirksame Waffen, die in großer Stückzahl produziert werden. Da überrascht es nicht, dass auch die Faustfeuerwaffen diesem Muster folgen, wie die Makarov-Pistole. Was wir hier haben, ist eine Makarov-Pistole. In den Fällen, in denen ich eine Makarov gesehen habe, hat sie nie schlapp gemacht. Die Makarov ist ein Klassiker, der seit mehr als 50 Jahren bei den russischen Streitkräften eingesetzt wird. Aber ihr Vorbild war eine berühmte deutsche Polizeipistole, die Walther PP. Die Makarov ist ein guter Entwurf, so wie die Walther PP und viele andere Walther-Modelle. Und sie ist eine sehr gute Adaption. Gut zu schießen und zu kontrollieren, sehr verlässlich. Eine sehr gute Pistole. Wie Sie sehen, sind sich diese Waffen sehr ähnlich. Die Sowjetunion hat den Entwurf gestohlen, als sie im Zweiten Weltkrieg in Deutschland einmarschiert ist. Aber die sowjetische Version ist ein Schwergewicht verglichen mit der Original-Walther. Diese Waffe ist viel größer und wuchtiger als die hier, auch wenn der Entwurf sehr ähnlich ist. Aber man sieht auch die verschiedene Ausführung. Hier garantiert Dicke die Haltbarkeit und dort hat man Qualitätsstahl verwendet. Das ist wie bei einem Ferrari und einem Chevy. Aber im Kampf ist für einen Soldaten die Verlässlichkeit einer Waffe wichtig, nicht ihre Eleganz. Vor allem, wenn er sie in einem Halfter tragen kann, das denen im Wilden Westen überlegen ist. Bei den traditionellen Halftern muss man die Waffe nach oben herausziehen, um sie anlegen zu können. Das Besondere bei diesem Halfter ist, man kann die Waffe darin sicher tragen, also ohne dass eine Patrone in der Kammer ist. Aber es ist so gebaut, dass man die Pistole nach unten herausziehen kann, wobei sie gleichzeitig durchgeladen wird. Jetzt ist eine Patrone in der Kammer und sie ist entsichert. Die Waffe ist schussbereit. Man muss nur noch den Abzug drücken. Vom Nahkampf Mann gegen Mann bis zum Beschuss aus großer Entfernung.
Der Spetsnaz-Soldat wird umfassend ausgebildet. Zu der Eliteeinheit gehören auch Scharfschützen. 2004, bei der Geiselnahme von Beslan, waren sie im Einsatz. Die Russen waren einfach keine guten Scharfschützen. Aber sie haben erstklassige Scharfschützengewehre gebaut, die zum Beispiel von den Spetsnaz benutzt wurden. Mehr als 60 Jahre alt ist ein sowjetischer Klassiker, der das wohl berühmteste Scharfschützengewehr der Militärgeschichte wurde. Während des Zweiten Weltkriegs war es die Standardbewaffnung der sowjetischen Infanterie, das Mosin-Nagant-Repetiergewehr. Das Mosin-Nagant ist ein sehr wichtiges Gewehr, weil es in großer Stückzahl hergestellt wurde. 17 Millionen wurden im Zweiten Weltkrieg gebaut. Bereits 1891 eingeführt wurde das Mosin-Nagant, 1932 auch als Scharfschützengewehr herausgebracht. Es versagte nie und verfügte über kraftvolle Patronen. Es hat den Russen sehr gut gedient. In der Schlacht um Stalingrad fielen seinen 7,62 mm Geschossen viele deutsche Soldaten zum Opfer. Wir laden jetzt diese schwere alte Patrone in das Mosin-Nagant-Gewehr und sehen, was für eine Wirkung sie bei diesem Kürbis dort hat. Das wäre ein tödlicher Treffer gewesen. Kleines Einschuss und großes Ausschussloch. Ein feindlicher deutscher Soldat hätte das nicht überlebt. Das Mosin-Nagant war ein Infanteriegewehr, das zum Scharfschützengewehr aufgerüstet wurde. 1963 bauten die Sowjets dann das erste eigentliche Scharfschützengewehr der Welt, das Dragunov SWD. Mit diesem halbautomatischen sowjetischen Gewehr, das in Massen produziert wurde, kann man Ziele treffen, die bis zu 800, manchmal sogar bis zu 1000 Meter entfernt sind. Auch bei dieser hochspezialisierten Waffe hat die legendäre AK-47 Pate gestanden. Ihre ganze Funktionsweise basiert eindeutig auf der Kalaschnikow. Der Schalter für die Sicherung und die in diesem Fall nur Halbautomatik ist an derselben Stelle wie bei der AK. Ebenso der Magazinauswurf. Und sie wird wie eine AK geladen und bedient. Larry Vickers demonstriert die Effektivität der Dragunov auf 250 Meter. Let's go check it out. Da wird einem klar, warum diese Waffe so intensiv von den Spetsnaz eingesetzt wird. Eine sehr gute Waffe. Der Westen musste sich sehr anstrengen, um ein ähnlich zielgenaues Gewehr hervorzubringen. Dabei ist diese Waffe nicht handgemacht. Sie wird zu Tausenden in Fabriken hergestellt. Sieht gut aus, Volltreffer. Zu jeder Spetsnaz-Gruppe gehört ein Dragunov-Scharfschütze, der die weit entfernten Ziele übernimmt. Dafür muss ein Soldat besondere Fähigkeiten mit sich bringen. Worauf in der Ausbildung sehr viel Wert gelegt wird, sind die psychologischen Gesichtspunkte im Einsatz. Ein Scharfschütze blickt durch sein Zielfernrohr auf einen Menschen und muss über dessen Leben entscheiden. Und manchmal ist die richtige Entscheidung auch die schwierigste. In den späten 1980er Jahren arbeiteten die sowjetischen Waffenkonstrukteure an einem weiteren Scharfschützengewehr. Damals stand den Spetsnaz für Spezialeinsätze nur die AK-74 mit Schalldämpfer zur Verfügung. Das neue Scharfschützengewehr war die WSS Vintores. Ihre effektive Reichweite ist zwar geringer als die der Dragunov, doch dafür ist sie deutlich präziser. Die Vintores ist meine Lieblingswaffe, weil sie tödlich und leise ist. Diese Waffe ist schallgedämpft und wird mit 9mm Patronen geladen, die Stahl durchdringen können.
Ich kann sehr leise auf 400 Meter schießen und dabei ohne Probleme jede kugelsichere Weste durchschlagen. Seit dem Zerfall der Sowjetunion wurde die Russische Föderation wiederholt mit terroristischen Anschlägen konfrontiert. Der schlimmste ereignete sich im September 2004, als tschetschenische Terroristen eine Schule mit mehr als 1100 Menschen in ihre Gewalt brachten. Die Geiseln wurden in einer Turnhalle zusammengetrieben und die Geiselnehmer schienen keine Gnade zu kennen. Diese Terroristen zeigten eine so unbändige Wut, wie sie niemand in dieser Turnhalle je gesehen hatte. Sie sagten den Geiseln, lasst euch das gesagt sein, niemand wird euch retten. In Erwartung eines Angriffs hatten die Terroristen sämtliche Eingänge und Räume in der Schule vermint. Vor allem auch die Turnhalle, in der sich die Geiseln befanden. Mehr als zwei Tage dauerte die Belagerung. Die Situation war für die Geiseln die Hölle auf Erden. Viele der erwachsenen Zivilisten waren erschossen worden. Die Spetsnaz versuchten mit den Terroristen zu verhandeln. Ein Angriff stand unmittelbar bevor. Die Russen durften einen Lastwagen in den westlichen Hof fahren, um die Toten zu bergen. Um 13.05 Uhr, als sie gerade die erste Leiche aufluden, hörte man eine laute Explosion. Die Lage geriet außer Kontrolle. Beide Seiten begannen zu feuern. Die Terroristen waren gut vorbereitet. Sie hatten zwei Maschinengewehre und überall waren Stolperdrähte und Sprengfallen. Als die Soldaten die Schule stürmten, wurden viele getötet. In dem Chaos versuchten einige der Geiseln zu entkommen, gedeckt von den Spetsnaz-Scharfschützen. Sie versuchten, die Terroristen von den Fenstern fernzuhalten, um den Geiseln eine Chance zu geben, den Hof zu überqueren. Das Foto eines der unschuldigen Opfer ging um die Welt. Die siebenjährige Aida Sidikova, die aus einem Fenster geschleudert wurde, brachte die Spetsnaz-Soldaten in ein entsetzliches Dilemma. Sie dachten, das kleine Mädchen sei tot. Aber nach einer Weile bewegte es sich und stand auf. Dann blieb das Kind an der Mauer stehen. Die russischen Scharfschützen befürchteten, wenn es nur einen Schritt machte, würde es erschossen. Und ein junger russischer Scharfschütze schrie in sein Headset und bat um Erlaubnis, dem Mädchen ins Bein schießen zu dürfen, damit es zu Boden fallen und außer Gefahr sein würde. Er wollte diesen Schuss, der dem Mädchen das Bein völlig zerschmettern würde, wagen, weil er dachte, es sei die einzige Möglichkeit, es zu retten. Aber Chaos und Verwirrung hatten längst die Herrschaft übernommen. Und wie alles von den russischen Befehlshabern während des Beslan-Kampfes, kam auch diese Erlaubnis zu spät. Das kleine Mädchen mit einem letzten Blick zurück kletterte durch das Fenster zurück in die Turnhalle in die Geborgenheit der anderen Geiseln. Ein paar Minuten später stürzte der Rest der Decke herunter und die Turnhalle ging in Flammen auf. Wie durch ein Wunder hat das kleine Mädchen das Feuer überlebt, zusammen mit über 850 Zivilisten. Aber 334 Menschen, darunter 186 Kinder, wurden getötet. Ein Erfolg mit bitterem Nachgeschmack für die russische Elitetruppe. Geiseln werden sterben. Diese Einheiten können nur versuchen, möglichst viele von ihnen am Leben zu halten. Leider wird daraus oft ein Zahlenspiel. Die russischen Spetsnaz, eine Elitetruppe wie kaum eine andere. Und die wirkungsvollste Waffe, die ihr zur Verfügung steht, ist der Spetsnaz-Soldat selbst. Nur die Besten der Besten überstehen diese wohl härteste militärische Ausbildung der Welt. Das brutale Auswahlverfahren würde in den USA schlichtweg als unmenschlich angesehen. Bei der Ausbildung gibt es Tote, weil sie derartig an ihre Grenzen getrieben werden.
Nach seiner Ausbildung ist es egal, ob ein Spetsnaz-Soldat eine Waffe hat oder nicht. Er ist selbst eine Waffe geworden. Körperliches Training und die Abhärtung gegen Schmerzen machen diese Ausbildung aus. Sie können wahrscheinlich mehr Schmerzen einstecken, als man austeilen kann. Es ist erstaunlich, Ihnen bei Ihrer brutalen Ausbildung zuzusehen. Sie können im Kampf extreme Schmerzen ertragen, weil Ihre Ausbildung so hart und brutal ist, ohne Polster und Mundschutz. Der tiefere Sinn und Zweck dieser brutalen Ausbildung soll es auch sein, den Soldaten auf das Grauen des Krieges vorzubereiten. Viele Leute behaupten, dass man sich im Kampfstress der Lage gewachsen zeigen wird. Das stimmt nicht. Man fällt auf den Tiefstpunkt in seiner Ausbildung zurück. Und wenn man diesen Tiefstpunkt in der Ausbildung nie erreicht hat, wird man von Panik überwältigt. Wenn man aber auf diese Weise ausgebildet wurde, dann wird man vielleicht nicht überleben und gewinnen. Aber man wird eine fundierte Entscheidung treffen, die den Erfordernissen angemessen ist. Spetsnaz-Soldaten werden also physisch und psychisch an ihre Grenzen getrieben. Es gab Ausbildungsabschnitte, wo man in eine Art Verhörsituation gebracht wurde. Vor einer Reihe Schwestern wurde man nackt ausgezogen. Und man wurde bis an Grenzen getrieben, wo die meisten Menschen entweder zusammengebrochen wären oder zu kämpfen begonnen hätten. Teil dieser Übung war es, zu sehen, ob man genug im Gleichgewicht blieb, um rationale Entscheidungen treffen zu können, statt sich von Wut oder Angst leiten zu lassen. Besonderes Gewicht wird bei der Ausbildung auf den Nahkampf gelegt, der mit großer Härte geführt wird. Eine Waffe, die der Spetsnaz-Soldat dabei benutzt, ist seine Schaufel. Was kann man damit machen? Natürlich kann man damit graben. Aber dieses Werkzeug kann man auch noch anders einsetzen. Man kann die Schaufel auch als Stich- oder Wurfwaffe benutzen. Und mit diesen hinteren Ecken kann man seine Gegner stoppen und lenken. Man kann sie auch als Schild gegen Messer oder Kugeln benutzen. Wenn man die Schaufel in einem bestimmten Winkel vor sich hält, kann man damit eine Kugel ablenken. Eine Schaufel ist viel schwerer als ein Messer. Und das macht sie auch zu einer wirksameren Wurfwaffe. Sie richtet viel Schaden an, wenn man einen wichtigen Teil des Körpers damit trifft. Die Schaufel ist in das Holz eingedrungen. Und es ist hartes Holz. Und sie ist tief eingedrungen. Damit ist klar, dass sie leicht Fleisch schneiden und Knochen brechen würde. Alles, was sie trifft. Und wenn der Spetsnaz-Soldat seine Schaufel verlieren sollte, kann er immer noch mit seinen Händen und Füßen kämpfen. Sie erfahren, dass der Nahkampf brutal, hässlich und schnell ist. Und man muss in der Lage sein, sich die besten dieser brutalen und hässlichen Techniken anzueignen. Oder man wird sterben. Im Kampf mit bloßen Händen stützt sich der Spetsnaz-Soldat auf drei Techniken. Bei der ersten, Rukopaschniboy, teilt der Kämpfer heftige, gezielte Schläge aus, während er meistens auf seinen Beinen steht. Igor wird uns jetzt Rukopaschniboy demonstrieren. Und man wird sehen, dass die Kennzeichen dieser Technik sehr schnelle und brutale Bewegungen sind. In der Regel landet der Gegner auf dem Boden und wird mit einem schnellen Schlag auf die Kehle außer Gefecht gesetzt. Die zweite Technik heißt Sambo und hat ihre Wurzeln im Bodenringkampf. Der Gegner wird mit Würfen und Haltegriffen niedergerungen.
Mike wird eine schnelle Drehbewegung hinunter auf den Boden vorführen. Wenn man das gut macht, prallt man so heftig gegen die Rippen seines Gegners, dass man die Rippen richtig von den Knorpeln reißt. Dann drückt man dem Gegner den Arm nach hinten, wobei sein Ellbogen ausgekugelt wird. Die dritte und letzte Technik heißt Systema. Auf den Prinzipien von Gleichgewicht, Atmung und natürlichen Bewegungen beruhend, ist sie höchst effektiv im Kampf. Systema-Spezialisten sind richtige Meister und manchmal Künstler. Sie sind in der Lage, viele Teile ihres Körpers fließend und in einem extremen Umfang zu bewegen. Ein Aspekt bei Systema ist immer Füße bewegen, atmen und entspannen. Mit angewinkeltem Ellbogen hält Tom das Handgelenk des Angreifers, dann dreht er sich ohne weitere Anstrengung auf dem Fuß herum und bringt André vor sich auf den Boden. Bis in die 90er Jahre im Westen weitgehend unbekannt, macht Systema heute in vielen Eliteeinheiten Furore. Wir lehren keine speziellen Tänze oder Bewegungen. Wir lehren, wie man überlebt. Viele Einheiten integrieren heute Systema in ihre Ausbildung. Sogar in den Vereinigten Staaten lernen einige Soldaten Systema. Vor allem die, die in den Irak geschickt werden. Der Kampfgeist und die Kampftechniken der Spetsnaz-Soldaten sind in der ganzen Welt gefürchtet. Im Grunde genommen verwandelt man einen Mann in eine Waffe. Ich bin ausgebildet, es mit dem Messer zu tun, oder indem ich eine Schaufel werfe. Oder mit irgendwelchen anderen Mitteln. Ob ich jemandem einen Cocktail zu trinken gebe oder irgendeine Zauberei mache. Das alles hat den Ruf der Spetsnaz begründet. Ihr weit verzweigter Familienstammbaum spiegelt die Entstehung der Spetsnaz wider. Vom Krieg in Afghanistan bis zur Geiselnahme in Beslan. Kaum ein Konflikt, in dem diese Truppen nicht eingesetzt wurden. An ihrem Anfang steht die AK-47, ein Sturmgewehr, das Geschichte geschrieben hat. Ausgerüstet mit den modernsten Waffen wie dem Vintores-Scharfschützengewehr und den besten Nahkampftechniken sind sie heute Russlands schlagkräftigste Elitetruppe.